Herzlich willkommen zu Beyond the Stars. Ein Format, in dem wir euch Filme und Personen der Filmindustrie vorstellen möchten, die neben den großen Stars aus Hollywood nicht immer die Beachtung erfahren, die sie unserer Meinung nach verdienen. Ich bin Larissa. Und ich bin Steven. In der heutigen Folge möchten wir euch die Filmemacherin Marjan Satrapi vorstellen. Als Filmempfehlung dieser Folge und Beispiel ihrer Arbeit geht es heute um den Film Persepolis. Die Handlung beginnt in Teheran Ende der 70er Jahre. Die 8-jährige Maji erlebt die Vertreibung des Schahs. Ihre politisch links stehende Familie ist zunächst voller Hoffnung, doch finden Freiheit und Fortschritt während der islamischen Revolution ein rasches Ende. Stattdessen halten strenge Sittenregeln, Kopftuchpflicht für Frauen, Gewalt, Verfolgung und Unterdrückung der Andersdenkenden im Iran Einzug. Und mittendrin die kleine Maji, selbstbewusst, lebenslustig und in ihrer kindlichen Naivität oft altklug. Ihre Eltern können und wollen ihre heranwachsende Tochter nicht zur Anpassung zwingen und entscheiden sich dafür, die nun 14-jährige Maji nach Wien zu schicken, um ihr eine unbeschwerte Jugend zu ermöglichen. Ab diesem Punkt wird der Film oberflächlich betrachtet zu einer typischen Coming-of-Age-Geschichte. Die erste Liebe, der erste Liebeskummer, die Sehnsucht nach Freundschaft und Zugehörigkeit drücken in den Vordergrund. Jedoch sind sie stets begleitet von der Entwurzelung, Heimatlosigkeit und tatsächlicher Einsamkeit, die das Exil mit sich bringt. Mit Anfang 20 kehrt Maji in den Iran zurück, versucht in ihrer Heimat Fuß zu fassen. Die Unfreiheiten im Iran bestimmen erneut die Handlung. Mit 24 flieht sie ein zweites Mal, dieses Mal zwar auf eigenen Wunsch, aber trotz dessen immer noch nicht freiwillig. Bei der Animation von Persepolis handelt es sich um Hand-Drawn Animation, was so viel bedeutet, als dass jedes Bild des Filmes per Hand auf Papier gezeichnet wurde. Diese traditionelle Form des Animierens wurde beispielsweise im ersten Disney-Spielfilm Schneewittchen genutzt, welche damals 1937 Höchststand der Technik war. Da Hand-Drawn Animation sehr aufwendig und zeitintensiv und dadurch sehr teuer ist, werden heutzutage schon lange digitale Animationen bevorzugt. Wie Marjan Satrapi gegenüber Sony Pictures Classics erklärte, entschied sie sich für diese ursprüngliche traditionelle Technik, da sie menschliche Unvollkommenheit zulasse. Im Gegensatz dazu suggerierten maschinell erschaffene Animationen eine unmenschliche Perfektion und seien zu schnell veraltet, was bei klassischer Animation nicht der Fall sei. So manche Erfindungen nach 1937 haben Satrapi und ihr Team dann schließlich doch benutzt. Zum Beispiel beim Digitalisieren der Bilder. Allerdings blieben die Grundelemente der traditionellen Form des Animierens gleich. Sobald das Storyboard und das Charakterdesign fertig sind, setzen sich verschiedene Teams an die Zeichnung. Im Normalfall unterscheidet man dabei zwischen Teams für die Hintergründe, Effekte und Charaktere. Da Marjan Satrapi und Vincent Parnot viele Zeichnungen selber erstellten, kamen sie mit einem Budget von unter 8 Millionen Euro aus. Wie bei Animationsfilmen üblich, wurde auch bei Persepolis mit 24 Bildern pro Sekunde gearbeitet. Das bedeutet 1440 Bilder pro Minute. Bei 45 Minuten Spielfilmlänge war das eine Arbeit von mehreren Jahren. Das Audiomaterial für die Synchronisation wurde schon vor dem Animieren der Gesichter aufgenommen, damit später die Tonspuren perfekt auf der Mimik saßen. Hierfür wurden die gesprochenen Sätze in ihre eigenen Wörter unterteilt und dann den Frames zugeteilt. Sind alle Zeichnungen geprüft und ausgebessert, gehen sie weiter an das Inking-Team. Diese tracen jede Zeichnung, was im Groben bedeutet, dass jede Zeichnung mit einem speziellen Filzstift nachgezogen wird, um den speziellen Comic-Look herzustellen. Dieser Arbeitsschritt erfordert höchstes Feingefühl, da die Linien in den aufeinanderfolgenden Bildern gleich dick sein müssen. Unregelmäßig stark oder breit gezeichnete Linien würden beim späteren Ablauf zu einem Wackeln führen. Da klassisches Tracen zu dem Zeitpunkt der Entstehung des Films seit 20 Jahren nicht mehr in Frankreich angewandt wurde, engagierten Satrapi und Parnot den letzten in Frankreich noch lebenden Tracer Franck Miller, der ihnen half, den Film zu realisieren. Um aus dem handgezeichneten Material einen Film werden zu lassen, haben Satrapi und ihr Team dann das Material digitalisiert. Hätten sie den klassischen Weg weiterverfolgt, hätten sie ihre Zeichnungen auf sogenannte Cells, das sind spezielle durchsichtige Folien getraced, welche dann koloriert worden wären und letztlich zum Abfotografieren auf die meist mit Wasserfarben gemalten Hintergründe gelegt worden wären. Von Angeboten zu einer Verfilmung hielt Satrapi zunächst nicht viel. Interessiert am Filmemachen an sich, gab sie schließlich der Bitte ihres Freundes und Kollegen Vincent Parnot nach und führte mit ihm zusammen Regie. Es entstand ihr Filmdebüt Persepolis. An der Synchronisation waren sowohl in der englischen als auch in der französischen Fassung mehrere berühmte Schauspieler beteiligt. Unter anderem Catherine Deneuve, Sean Penn und Rocklegende Iggy Pop. In der deutschen Fassung wird Maji von der deutsch-iranischen Schauspielerin Yasmin Tabatabai gesprochen, welche, nur 2 Jahre älter als Marjan Satrapi, auch eine ähnliche Kindheit im Iran verbrachte.
Für ihre Arbeit an Persepolis erhielt sie den Deutschen Preis für Synchron, für herausragende weibliche Synchronarbeit. Für die internationale Vermarktung des Films konnte die US-amerikanische Filmproduzentin Kathleen Kennedy gewonnen werden, welche unter anderem Filme wie E.T., Jurassic Park oder die letzte Star Wars-Trilogie produziert hatte. Persepolis ist die Verarbeitung von Marjane Satrapis eigener Kindheit und Jugend, was für uns den Film zu einem idealen Einstieg in ihre Werke macht. Wie sie in Interviews oft betont, bildet der Film keine historisch korrekte Darstellung des Irans der 70er, 80er und 90er Jahre wider, sondern ist ihre subjektive Wahrnehmung auf ihre eigene Vergangenheit und den Verlust ihrer Heimat. Wie die kleine Magie im Film wurde auch Marjane Satrapi 1969 im Iran geboren. Zwischen 1984 und 1988 lebte sie in Wien, kehrte von da in den Iran zurück und studierte an der Universität Teheran visuelle Kommunikation. 1994 emigrierte sie erneut nach Frankreich. Zunächst illustrierte sie dort Kinderbücher. Inspiriert von der Arbeit einiger Kollegen, wandte sie sich Cartoons zu und fand so eine Art, ihre Geschichte zu teilen. Zwischen 2000 und 2003 veröffentlichte sie 4 Graphic Novel mit überraschendem Erfolg. Ihre Bücher wurden in 25 Sprachen übersetzt und weltweit über 1 Million Mal verkauft und vielfach ausgezeichnet. In Deutschland erhielt die in 2 Teile zusammengefasste Reihe den Max- und Moritz-Preis für die beste Comic-Publikation Import und den Preis der Frankfurter Buchmesse für den Comic des Jahres. 2007 wurde Persepolis bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt und gewann dort gleich den großen Preis der Jury. Die Sutherland Trophy des London Film Festivals, der Publikumspreis des Vancouver International Film Festival, der Publikumspreis des International Film Festival von Sao Paulo und Auszeichnungen bei den Césars in den Kategorien Bestes Erstlingswerk und Bestes adaptiertes Drehbuch folgten. Des Weiteren wurde Persepolis für einen Oscar in der Kategorie Bester Animationsfilm, einem Golden Globe und dem Independent Spirit Award in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert. Die Veröffentlichung Persepolis in Cannes wurde von der iranischen Regierung stark kritisiert. Nach der folgenden internationalen Aufmerksamkeit und Anerkennung wurde der eigentlich im Iran verbotene Film 2008 unter strengen Auflagen in einer 20 Minuten gekürzten Fassung vor einem kleinen Publikum gezeigt. Bei den gekürzten Szenen handelt es sich aus der Sicht der iranischen Regierung um sexuell anstößige Szenen, westliche Klischees und übertriebene Unwahrheiten über den Iran und seine Revolution. Teil der Auflagen, unter denen der Film an 2 Abenden jeweils 60 Personen gezeigt wurde, waren ein erklärender Vortrag und eine anschließende moderierte Debatte. In diesen soll der Film entlarvend offensichtlich anti-iranisch, anti-islamisch und als Verbreitung kommunistischen Gedankenguts dargestellt worden sein. Marjane Satrapi gilt seit der Veröffentlichung des Films im Iran als Staatsfeindin. Bis heute wird ihr die Einreise verweigert. Im Gegensatz zu dieser Verbitterung der iranischen Regierung Marjane Satrapi gegenüber, ist uns die Heiterkeit aufgefallen, die trotz der im Film abgebildeten grausamen Schicksalsschläge seine Grundstimmung ausmachen. Was wohl an der Perspektive liegt, aus der die Geschichte geschrieben wurde. Wie Satrapi in einem Interview der Vogue gegenüber erklärte, war sie selbst zunächst voller Hass und Wut. Nach ein paar Seiten Skript stellte sie fest, dass sie sich in dem Punkt von den Tätern nicht unterschied. Und laut Satrapi hatten diese genau damit gewonnen, sie selbst so werden zu lassen wie sie. Genau das passiert in der Welt, in der wir leben. Unsere Antwort auf Gewalt ist Gewalt. Dasselbe Spiel zu spielen wie die Leute, die wir anklagen, ist sehr gefährlich. Indem sie einen Schritt zurücktrat, konnte sie vergeben. Und erkannte, dass sie so das Geschehene besser analysieren und auch besser darstellen konnte. Uns kommt Persepolis wie eine Geschichte vor, die sich zwischen Krieg, Verfolgung und Folter abspielt, ohne diese zur Haupthandlung werden zu lassen. Die lebhaft gezeichneten zwischenmenschlichen Momente nehmen gegenüber den überraschend nüchternen gezeichneten Gewalttaten des Krieges viel mehr Raum ein. Der von Satrapi gewählte Comic-Stil macht diese verzerrte Darstellung möglich. Die Erinnerungen Satrapis lassen sich so durch die Augen der damals 8-Jährigen wahrnehmen. Für die Szenen des Familienlebens hell und klar waren, das Kriegsgeschehen aber eher schemenhaft und voller schwarzer Silhouetten. Der Film gewährt einen Einblick in eine für uns meist weit entfernte Welt. In ein Leben, durch das der Zuschauer mit der naiven Wahrnehmung eines heranwachsenden Kindes und zugleich den Schmerzen, den es dabei empfindet, geführt wird. Zu sehen gibt's Persepolis auf Amazon, iTunes, Maxdome, Google Play und YouTube. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.